Willkommen zurück zu Let's Play. Ich weiß, ich habe es schon öfters thematisiert, aber warum immer Let's Play? Warum sage ich immer wieder Let's Play? Wahrscheinlich, weil man es so gewohnt ist. Weil man ja eigentlich immer nur von Let's Plays liest. Weil es ja eigentlich so, weil das Format ja auch eben Let's Play heißt, aber naja. Gut. Lassen wir das. Oft genug durchgekaut. Mein Gott. Gucken wir erstmal, was hier oben gibt. Offenbar nicht viel. Oh. Eine Tür. Gut, die haben wir auch von unten gesehen. Dementsprechend nichts Neues. Ich möchte aber gerne was Neues finden. Oh. Lass mich doch mal... Nein. Wie erkennt man eigentlich Türen? Quatsch, geheime Räume. Geheime Gänge hier. Das ist mal so eine lustige Frage. Ja, komm her. Bam, bam, bam. Wunderbar. Komm. Komm, kleiner Ork. Komm. Pam, pam, pam. Komm, kleiner Ork. Ist natürlich fies, aber... Was will ich machen? Ich muss jeden erdenklichen Vorteil irgendwo ausnutzen. Ist ja auch nur eine Kampftaktik eigentlich. Von daher... Völlig legitim, wie ich finde. Und da ist ein neuer Charakter. Ja. Oh, okay. Könnte interessant werden. Das ist aber ein verdammt großes Feuer, oder? Alter Munzka, schaut Morgok. Morgok? Du meinst das Feuer? Das Feuer wird Morgok genannt? Nein, Feuer hat keinen Namen. Morgok ist lieb, der Schlüssel von altem Munzka gestohlen hat. Und wo ist dieser Morgok? Ich sehe niemanden. Morgok tot hinter Feuer. Ah ja, nun sehe ich ihn. Ist das Skelett dort? Ist es das Skelett dort? Und dieser Sack Knochen hat deinen Schlüssel? Ja, Munzka tötete Morgok mit schwarzer Magie, aber Morgok mit Schlüssel hinter dem Feuer. Munzka kommt nicht zur anderen Seite, um Schlüssel zu holen. Munzka gibt große Belohnung für Schlüssel. Uff, das Feuer sieht nicht sehr nett aus. Egal, was bietest du zum Tausch dafür an? Munzka hat legendären Speer. Hahaha, wie dumm ist. Das große Feuer ist nichts weiter als ein Zauber der Illusion. Zera, danke für die Info. Die soll dein Kinderspiel. Alter Mann, ich bringe den ruckzuck den Schlüssel. Halte meinen legendären Speer schon mal bereit. Auch wenn das sehr falsch klingt. Ja, das war klar. Das war so klar. Ich wollte es einfach testen. Ich musste es einfach testen. Zu neugierig. Einfach zu neugierig. Ach, dürfen wir jetzt wieder hier? Na, wie wunderfein. Wie herrlich erfrischend das doch ist. Nee, eigentlich nicht. Aber gut, ich möchte mich sowieso am liebsten eh erstmal um die anderen Aufgaben kümmern. Pam, pam, pam. Bam, pam, pam. Ich möchte halt erstmal links ein bisschen weiter erforschen, bevor wir da jetzt rechts irgendwas machen. Einfach um zu sehen, was da noch ist. Nee, da wird nichts sein. Das war irgendwo zu erwarten. So, hier waren wir überall. Au. Wir sind vergiftet. Wie nett. Du blöd Mistvieh. Stirb einen qualvollen Tod. Ah. Toll. Naja, egal. Nicht so schlimm, nicht so wichtig. Ich würde gerne mal wissen, wo wir Blutegel herkriegen. Blutegel herkriegen. Ich fühle mich hier gerade nicht so wohl. Jetzt. Perfekt. Licht ist natürlich immer sehr schön. Wohl dem, der Licht hat. Haha. 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 Und auch hier ist
alles an. Das ist, im Prinzip ist es nett. Und das bringt so gar nichts. Wo könnten wir denn hier noch hin? Achso, das ist doch hier, wo wir die für die Halle brauchen, ne? Ja, gut. Wir töten erstmal die Orks. Wow. Ganz ruhig, Kleiner. Hallo. Okay. Na, das ist dein Untergang. Mein Gott. Rubin. Ah, die haben so viele Edelsteine. Was ist denn mit denen los? Mann, Mann, Mann. Richtig reiche Orks hier. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ah, wir sind aufgestiegen. Wie schön. Ich möchte nämlich jetzt mal bei den Orks reingucken. Brauche ich erst Blutegel oder... Mal sehen. Wir werden es ja gleich sehen. Erstmal möchte ich meinen Charakter wieder ausbauen. Und zwar... Rüstung, du. Yum, yum, yum. Nee. Eigentlich müssten wir ja mal Feuer und so. Eigentlich. Ich tue mich aktuell. Nee, ich lasse es mal noch. Was haben wir denn hier? Man soll mich ja nicht bemerken, ne? 8 Blutegel. Das heißt, wir müssen oben hin und. Wir machen mal das Licht aus. Oder trinken, weil ich mich verklickt habe. Bam. So ein schöner Crit. Wunderbar. Relativ stark, der Kerl. Das muss man mal sagen. Feuer. Das dürfte jetzt kein Problem sein. Ich bin mal gespannt, wie es da oben ist. Ob irgendwie eine Geräuschkulisse entsteht, wie das gelöst wird letztendlich. Bin ich sehr gespannt. Ist hier hinten noch was? Nein, ich mache jetzt das Licht aus. Ah, ich brauche mindestens 8 Blutegel, um das... Ach, Moment. Wir haben doch... Konnte man nicht Blutegel sammeln? War das nicht so? Also, man kann auf jeden Fall Blutegel, Oder wollen die ernsthaft, dass ich... Die wollen ja nicht ernsthaft, dass ich mir jetzt 8 Blutegel hole? Nee, das würde ich ja nicht überleben. Nee. Oder wollen die, dass ich 8 Blutegel mir einfange und dann die... Nee, das wollen die nicht, oder? Wollen die das? Nee. Oder? Wollen die ernsthaft, dass ich in die Kanalisation gehe, 8 Blutegel mir einfange und mit diesen 8 Blutegeln? Nee. Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst vor der Antwort. Die wahrscheinlich irgendwie grausam sei, ist... Na gut, wir lassen das mal noch. Erkunden einfach mal diesen Part dann eben weiter. Gibt ja noch eine ganze Menge hier zu erkunden. Was haben wir denn? Hoch. Ja, gut, also doch hoch. Alles klar. Oder wir machen wieder das Feuer. Doch, das Feuer können wir doch machen. Wenn wir da eh gleich langkommen. Quatsch, links. Was gäbe es denn noch für Optionen? Nicht so viele, ne? Doch, unten. Unten können wir noch lang. Töten erstmal diesen Ork. So, ist eine Wand dazwischen? Könnt ihr mal testen. Nee, wunderbar. Die sehen uns nämlich nicht. Das ist ein Traum. Oh. So ist das schön. Aber damit kann ich leben. Lalalala. Das macht Spaß. Okay, da nutze ich wirklich nur den Vorteil aus, über die Distanz wirklich sehen und schießen zu können. Mach natürlich auch entsprechend Licht an. Ich möchte ja hier nicht im Dunkeln tappen. Tue ich schon zu oft. In diesem Spiel. Ich denke mal, in diesem Mittelabschnitt wird mich jetzt auch noch irgendwas erwarten, was da so viel schwarz ist. Oder es wird irgendwo noch weiter rechts lang gehen. Oh, das geht einfach rechts lang. Ja, das ist halt... Gut. Da drin war das. Ja, wir können ja einfach mal hochgehen.
Lalala, dich lasse ich einfach. Lässt du mich in Ruhe? Au. Aua. Danke. Böse. Das tut doch weh. Nee, ich möchte unten erst die Kiste haben und der rennt da ständig in diese blöde Falle rein. Na gut, das kann mir ja im Prinzip egal sein. Trank der Gigantenstärke. Kann mir vielleicht irgendwann mal helfen, aber im Prinzip bin ich jetzt nicht so der Fan davon. So, du kriegst einfach Pfeil gegen den Kopf. Wunderbar. Ich wusste, dass da eine blöde Falle ist, weißt du? Aber trotzdem. Typisch ich. Das ist einfach nur typisch ich. Und du bist gerade runtergestürzt. Oh, ich hasse das. Ja. Auf dann. Ja. Ist mir egal. Gucken wir erstmal weiter, bevor wir da mit dem Charakter. Okay. Das sieht interessant aus. Was ist das? Ein Greif? Einfach nur ein Drache? Auf jeden Fall werden wir den Bogen benötigen. Lalala. Eismagie. Was war das? Was war das? Leviathos. Ich will gar nicht testen, wie viel. Ah, er ist nicht stark. Er ist. Wow! Okay, der ist cool. Das ist eine coole Fähigkeit. Du bist schwer zu treffen. Ich glaube, das ist seine größte Stärke. Moment, da kommt sie ja sehr auf Timing an. Wunderbar. Nein! Lässt du das? Ich hab da nach oben gedrückt! Ach, das ist eine coole Fähigkeit. Er ist nicht schwer, er ist halt so blöd zu treffen. Weil er halt im Kreis fliegt und, naja, aber. Ah. Will ich nicht. Mal hier mal schön fortfahren. Aber wir dürfen hier gleich weiterspielen. Das ist schon mal sehr schön. So. Kollege, ich will das nicht testen. Wunderbar. Ja. Er ist nicht schwer. Das hat mich nur. Hab mich nur blöd angestellt gerade. Das ist wunder. Aber er ist auch ein ziemlich. Aber ist ein schöner Zwischenboss. Er ist cool designt. Das kann man mal sagen. Er ist wirklich nett designt. Und Leviathos ist ein cooler Name. Schade, hätte ich dieses Spiel schon ein bisschen früher gespielt. Ich hätte manche Pokémon nach den Kreaturen hier benannt. So, das war echt ein Kinderspiel. Jetzt kann ich angeben, nachdem ich ihn besiegt habe. Ach ja, wunderschön. Wunderschön. Ein traumhaftes Ding. Ja, jetzt kann ich wieder groß aufkacken. Muhaha. Bin gespannt, was mich da oben erwartet. Oder eher gesagt, uns natürlich. Ritter oder sonst was, okay. Ja, ist kein Problem. Ach, Skelettkrieger. Ah, ich sehe schon. Kommst du irgendwie her? Ja, kommst du. Wunderbar. Soll ja nicht mein Schaden sein. Du hältst mir zu viel aus. Du willst da mal weggehen. Das weiß ich. Danke. La 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 la. So, die Schlange mit dem Bogen besiegen. Du wirst auch mit dem Bogen. Naja. Das dauert dann doch ein bisschen lang. Du darfst auch gerne herkommen, Kollege. Ach komm. Nein, renn doch nicht weg. Ja, komm her. Das war dumm. Das war dumm von dir. Na, komm her. Ha. Au. Wie? Sack. Machen wir mal schön alle Dinger an. Wer weiß, was es uns bringen könnte. Zunge einer Schlange nehme ich mit. Wofür auch immer. Natürlich für irgendwelche Tränke, aber ich wüsste noch nicht, welchen Trank man daraus brauen kann. Das muss ich ja erst lernen. Oh Gott, ganz böses Geräusch. Was ist hier? Achso, okay. Ein
ganz böses Geräusch. Ja, ja. Wenigstens keine diebischen Krähen. Ah, ich hasse es. Ich hasse die Viecher. Lasst mein Froschi in Ruhe. Weg. Ich bin mir fast sicher, dass ich mich wirklich Blutegel einfangen muss. Dafür brauche ich noch ein paar Tränke. Müsste ich sowieso mal wieder machen. Weg. Rote Essenz nehme ich gerne mit. So, ja, das lasse ich jetzt dann doch da liegen. Ist mir egal. Sera. Was, wenn ich im Bad ausgerutscht wäre, mein Schädel gebrochen hätte und nun im Koma liegen würde? Aber natürlich, verdammt, das muss es sein. Ich bin im Krankenhaus, liege im Koma und mein Bewusstsein kämpft ums Überleben. Dann ist die Burg ein Test. Wenn ich Hanakon besiege, dann wird, was auch immer mich blockiert, verschwinden und ich wache auf. Den großen Meister besiegen. Ah, wie witzig du bist. Ach ja, und was lässt dich denken, dass ich Hanakon nicht besiegen kann? Hanakon ist omnipotent, unsterblich, er ist überlegen, er hat hunderte erschlagen. Ja, und ich bin mir sicher, wäre er hier, würde er mich mit Feuerbällen aus seinen Augen töten und mit Blitzen aus seinem Arsch. Zeige ein wenig Respekt. Wie kannst du es wagen, so vom großen Meister zu sprechen? Hör zu. Wie kommt es, dass, wenn ich dich etwas frage, wir immer anfangen, herumzuargumentieren? Irgendwoher kenne ich das. Irgendwoher kenne... Warum sind da Giftwolken? Will ich's wissen? Ich glaube nicht. Aber ich will hier das Licht anmachen. Wow, Froschi, komm mit. Ein bisschen Erkundungstour. Ja, den Raum machen wir noch. Aha. Skorpione. Cool. Irgendwie ja nicht, aber naja. Irgendwas muss man sich ja beschäftigen. Schön, dass da unten auf, verdammt. Alles vergiftet wird. Von was auch immer. Aha. Ah, ich bin vergiftet, ich sehe es schon. Ah, ich will darüber. Nein, lässt mich... Mann, das ist ganz anders. So. Das war mal ganz schnell. Wir werden eben noch zusammen die Viecher zu... Zumindest unseren... wie heißt er denn? Harlem Shake. Ja, genau. Wie heißt er denn, der kleine... Der Eis. Ah. Unser Eisgnomen. Mensch, komm nicht auf den Namen. Weg. Wir werden ein bisschen was verkaufen. Also noch Händlersachen erledigen und dann ist der Part auch zu Ende. Von daher erstmal verkaufen. Ich würde gerne... Nee. Ja, weg. Sturmax, weg. 143 zusätzliche Schaden mit Exen plus 33. Hä? Dann ist die doch wesentlich besser. Gut, muss ich auf jeden Fall nehmen. Zunge einer Schlange. Nö, kann weg. 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 Langbogenpfeil, ja, den behalten wir noch. Trank, ja, Sturmaxt. Weg, weg, weg. Was haben wir denn noch? Holz, ja, kleine Saphir 18. Hm. Nett. Wie heißt er denn? Koldax, genau. Auge Oktopus, gekrotzter Dolch. Ich möchte ihn irgendwie behalten, einfach weil er einzigartig ist. So, weg. 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 Lalala. Nee, goldene Waffen möchte ich gern behalten. Sturmaxt, das... Ja, die kann jetzt weg. Streitkolben des Kriegers sowieso. Die ist kacke. Oder eher gesagt, der ist kacke. Der Streitkolben ist natürlich blöd. Ja, was haben wir noch weiter, was wir verkaufen können? Wenn ihr was seht, sagt es mir. Unsere blöde Pflanze. Ja, dass es sie noch sich nicht bewährt hat. Da muss ich noch ein bisschen testen. Gegengift könnte ich eigentlich auch mal nutzen. Aber naja, das ganzen Tränke.
Ja, komm, weg damit. Braucht doch kein Mensch den Scheiß. Ja. Große leere Fiole, ja. Trank der Fallentdeckung. Regeneration. Rolle der Ausleuchtung. Trankrezept der Heilung. Halt mittlere Wunden. Nee. Ach, klar. Moment. Inventar. Kopieren. Na Mensch. So. Kaufen. Gegenstände. Was macht die Jakobsmuschel? Teleportiert dich. Der verbraucht sich nicht. Goldene Box. Interessiert mich nicht. Ein totes Haustier. Danke. Ach, nehmen wir mal ein paar Mal mit. Kann immer mal nützlich werden und sein. Und Kerze. Ist das besser? Ist die Kerze besser als das Dingens? Ich glaube nicht. Ist ja egal. Leuchtfackelwerfer interessiert mich alles nicht. Langbogenfall, magischer Fall. Will mich der magische Fall interessieren? Auch nicht. Gut. Dann würde ich einfach mal sagen, das war's dann hiermit. Für dieses Mal, ich danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.